Schon einige, ne? So, deswegen schauen wir uns mal an, okay, was sollte man beim Start halt vermeiden und welche großen Fehler gibt es dort, ja? Und zwar erstmal, warum spreche ich denn überhaupt heute über Fehler, ja? Viele sagen auch immer, ja, Fehler, soll nicht über Fehler sprechen, sondern über das sprechen, was funktioniert und so weiter und so fort. Aber es hat einen bestimmten Grund, warum ich mit euch über Fehler sprechen möchte, weil, wenn wir uns mal diese Grafik hier anschauen, ja, dann ist es jetzt so, dass man hier, ihr seid vielleicht irgendwo an einem Punkt hier, ja, vielleicht an diesem hier, ne, und wollt zu einem bestimmten Ziel, dass ihr als Personal Trainer, dass ihr von dem Beruf leben könnt, ja, dass ihr, ja, keine Ahnung, ein paar tausend Euro verdient im Monat, ne, dass ihr davon einfach gut leben könnt, Spaß an Job habt und so weiter und so fort. Das ist das Ziel, ja. So, und wenn man eben es schafft, Fehler zu vermeiden, das heißt, außerhalb dieser Bahn hier zu kommen, ne, wir haben hier diese Bahn, ja, und wenn man es schafft zu vermeiden, außer dieser Bahn zu kommen, dann kommt man halt dem Ziel immer näher. Das heißt, man muss halt immer bestimmt in dieser Bahn bleiben, damit man zum Ziel kommt. Und das große Problem ist, wenn man nur einen einzigen Fehler macht, ja, aber nicht weiß, dass es ein Fehler ist und diesen Fehler macht und weitermacht und weitermacht und weitermacht, kommt man die ganze Zeit nicht vorwärts und irrt halt die ganze Zeit hier so rum, ja. Irrt die ganze Zeit hier so rum, macht hier irgendwas, ne? Egal. Macht hier irgendwas. Man macht hier irgendwas, was außerhalb dieser Bahn hier dann ist, ja, und verschwendet halt total viel Zeit, verschwendet auch vielleicht total viel Geld damit, ja, und deswegen ist es halt wichtig, dass wenn man hier außerhalb der Bahn gerät, dass man dann hier so einen Punkt hat, okay, das ist jetzt ein Fehler, den muss ich korrigieren und dann gehe ich wieder zurück auf die gerade Linie und halte mich halt nicht ewig hier in diesen Bereichen oben und unten auf, ne? Das ist erstmal das Wichtige und deswegen sprechen wir heute auch über einige Fehler. So, jetzt kann ich auch zeichnen. So, über welche Fehler sprechen wir heute? Der erste Fehler ist Kündigung des alten Jobs. Ja, da machen einige schon mal den ersten Fehler, dass sie vielleicht eher zu hastig, zu schnell den alten Job kündigen. Ja, das sollte man erstmal in den seltensten Fällen machen. Ja, das betrifft dann vor allem die Leute, die sagen, ich bin total übermotiviert. Ja, ihr kennt die Leute alle, die vielleicht auch ins Fitnessstudio reinkommen und sagen, ja, ich fange jetzt an, 6 Mal pro Woche trainieren. Ja, ich möchte jetzt richtig Gas geben. Ernährung kriege ich jetzt voll auf die Reihe und so weiter und so fort. Die schaffen es meistens irgendwie 1, 2, 3 Wochen oder sowas und dann nach flacht es wieder ab. Ne? Und hier ist es halt ähnlich bei dem Thema. Ja, dass man eben nicht sofort einfach seinen alten Job hinschmeißen sollte, ne? Weil es einfach damit mehrere Probleme gibt. Ne? Was gibt es für Probleme? Ja, es gibt viele Dinge, wo ihr vielleicht jetzt denkt, die funktionieren, die klappen und das hört sich gut an und schlüssig an und so, die klappen aber in der Praxis gar nicht. Ja, also, bevor ihr nicht selber die Erfahrung gemacht habt, wisst ihr ja nicht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ist halt ganz normal und man muss halt irgendwie so 10 Sachen machen, dass mal irgendwie eine davon richtig gut funktioniert oder sowas. Ja, ich mache mal ein kurzes Beispiel. Als ich angefangen habe im Fitnessstudio, das war 2014, da war so die Zeit der, ja, irgendwie so der Online-Fitnessprogramme, ja, 10-Wochen-Programm, Michael Janetz Programm und so weiter und so fort. Ne? Da gab es halt total viele Fitnessprogramme. Wer kennt noch solche Fitnessprogramme? Ja, genau. Ja. Und da dachte ich mir, hey, es wäre doch voll geil, wenn man das auch im Fitnessstudio machen würde, so ein Fitnessprogramm. Ja. So, das habe ich dann Muscle Sixpack Guide genannt. Ja. Haben dann so ein bisschen Werbung gemacht, so ein paar Flyer und sowas ausgeteilt und haben dann so eine Art Programm gemacht im Fitnessstudio. Und ich dachte mir, boah, das wird so eine richtig krasse Community und es klappt alles total gut und da kommen die Teilnehmer von alleine, weil das ist ja so ein cooles Programm, das ist ja total alle gerade im Trend. Ja. Und dann war es halt so, es kamen schon ein paar Kontakte rein, es kamen ein paar Leute das Interesse gehabt, am Endeffekt waren es irgendwie so 5 oder so, ja. Also es war halt nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt eingeschlagen wie eine Bombe und ich dachte halt, es schlägt halt ein wie eine Bombe, ne? Und mit dem Wissen, das ich jetzt heute habe, könnte man das natürlich ganz anders aufziehen, aber das meine ich damit, dass eben einige Dinge vielleicht nicht so klappen, wie man sich am Anfang denkt, beziehungsweise, ja, man einfach die Sachen ausprobieren muss, die man sowieso schon, die sowieso schon erwiesen sind und einfach proved sind, ja. Dann hat man noch einen Nachteil, dass man natürlich kein und wenig Einkommen hat. Ja, wenn man jetzt einfach nur seinen Job kündigt, ne, dann hat man erstmal kein Einkommen mehr, ist klar. Ja, vor allem, wenn man eben noch keine Personal Training Kunden hat. Und das große Thema ist halt auch das Thema Versicherung. Ja, wenn ich mich jetzt selbstständig bin, brauche ich Krankenversicherung zahlen, Pflegeversicherung zahlen, ich sollte eine Berufshaftpflicht haben, ich sollte eigentlich auch noch was zurücklegen für meine Rente und so weiter und so fort. Rentenversicherungspflichtig ist man eigentlich laut Stand jetzt nicht, aber ja, das ist das Problem. Ne? Und viel besser wäre es so zum Beispiel, wenn man eben sagt, okay, oder nee, der Vorteil von sofort kündigen ist aber auch, man hat halt viel Zeit und viel Druck. Das heißt, man kann halt den ganzen Fleiß in die Aufbau der Selbstständigkeit stecken und hat aber auch den Druck, dass es jetzt funktionieren muss. Weil da sehe ich halt auch viele, die den Fehler machen, dass sie immer noch im alten Job drin bleiben. Ne? Das ist alles bequem, ja, fühlt sich alles gut an, man hat ja keinen Druck, ich lasse mir Zeit. Das höre ich eben oft in Beratungsgesprächen. Habe ich auch bei dem einen von anderen von euch gehört, ja. Und da muss man manchmal sagen, okay, vielleicht traue ich mich mal ein bisschen Schritt mehr zu machen, damit ich ein bisschen Druck habe, damit ich jetzt auch loslege und Gas gebe und anfange. Ja?
Und generell ist das Thema Job sofort kündigen bedingt empfehlenswert in der Situation, wenn ich im Fitnessstudio als Personal Trainer arbeiten möchte und in dem Fitnessstudio bin, mich da einmiete, ne, und dann dort Personal Training Stunden geben kann, weil da habe ich halt viel Zeit, ich kann wahnsinnig schnell auf Leute zugehen, ne, ich kann das wahnsinnig schnell aufbauen, dann würde es schon funktionieren, ja, wenn wirklich im Fitnessstudio ist, wenn sich ein Fitnessstudio einmietet, ne, dann würde ich behaupten, wenn ich das jetzt heute machen würde, ne, hätte ich da wahrscheinlich innerhalb weniger Monate, sogar vielleicht so ein paar Wochen, mir ein solides Einkommen aufgebaut, ja. Weil ich einfach schon Dinge weiß. Ne? Dann würde ich zum Beispiel auch machen. Ja? So, das ist einmal Vor- und Nachteil von Job sofort kündigen. Ja? Was ich den meisten empfehle, ja, ist eben die folgende Sache. Und zwar im ersten Schritt erstmal nebenbei die ersten Kunden zu generieren. Ne? Hat Lisa vorhin auch schon gesagt, dass sie schon die ersten Kunden trainiert. Ne? Das ist eine gute Variante. Ja, bis man so 500 bis 1000 Euro pro Monat verdient. Ja? Generell ist es halt sehr bequem auch oder sehr gut, wenn man halt nebenbei dieses Einkommen aufbaut, weil man muss halt nur Einkommensteuer drauf zahlen, auch keine anderen Abgaben oder sowas. Das heißt, nicht alles ist in deiner Tasche, ja, aber es ist mehr in deiner Tasche, als wenn du es komplett selbstständig machen würdest. Ja. Und dann hat man halt die Möglichkeit, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Nebeneinkommen, dann kann ich ja meinen Hauptjob auf Teilzeit reduzieren und 20 Stunden machen. Und der Vorteil von diesen 20 Stunden ist, ja, ist keine Rechtsberatung hier, ich bin nicht die deutsche Rentenversicherung, man kann sich da immer prüfen lassen von der deutschen Rentenversicherung, ob man da sozialversicherungspflichtig ist, aber normalerweise bei 20 Stunden heißt es noch, dass man eben die Versicherung über den Hauptjob laufen lassen kann. Und das ist halt eine gute, komfortable Situation, weil ihr habt 20 Stunden in der Arbeit, habt dann noch 20, 30, 40 Stunden für euer PT-Business, ja, seid auch komplett darüber versichert, über den Hauptarbeitgeber, ja, und dieses Einkommen, was ihr nebenbei generiert, auch wenn es schon mehrere tausend Euro sind, muss eben nur in Anführungszeichen versteuert werden, ja, und die ganze Versicherung und sowas müsst ihr davon erstmal nicht bezahlen, ja, und da kann man sich auch schon mal ein bisschen so ein Cashpolster auch aufbauen, ja. Das ist so der Vorteil eben von diesem Weg, den ich dann den meisten eben empfehle, ja, und dann kann man sich ein Einkommen aufbauen, von dem man leben kann, und dann kann man immer sagen, okay, 20 Stunden weg, ja, brauchen wir nicht mehr. Und jetzt bin ich vollständig selbstständig als Personal Trainer unterwegs. Ja? Das ist so der erste Fehler, dass man nicht so wirklich einen Plan hat, wie man jetzt konkret anfängt als Personal Trainer und wie man, dass man den Job vielleicht sofort kündigt oder zu schnell oder zu langsam kündigt. Ne? Aber das kann man ja immer auch, wie gesagt, besprechen. Ihr seid ja zum Glück alle Kunden bei uns. Das heißt, wir können natürlich darüber gerne sprechen, wie man das am besten macht. Ja? Zweiter Fehler. Ja? Du siehst dich da drin in dem Bild, ne? Zweiter Fehler, das Mindset, der Kunde ist König. Wer hat das schon mal gehört, der Kunde ist König? Alle, ja. Das ist halt sowas, was, das wird einem von Anfang an irgendwie eingetrieben oder so, die Eltern bringen uns das bei, keine Ahnung, wer das kommt, ja, der Kunde ist König, der Kunde sagt an und so weiter und so fort, ja. Du lachst schon, ja. Und wenn man dieses Mindset hat, ist auch meiner Meinung nach ein großer Fehler, ja. Wir müssen einfach raus aus dieser Bittstellerposition, der Kunde ist kein König, ja. Ihr seid der Experte. Und nicht der Kunde ist der König und kann euch auf der Nase rumtanzen. Ja, man muss das Ganze ein bisschen umdrehen. Ja. Ihr sollt jetzt auch nicht auf gut Deutsch gesagt das größte Arschloch sein, aber ja, man muss den trotzdem den Kunden nicht als König behandeln. Okay? Ja, es gibt nämlich mehrere Probleme, die damit aufkommen. Ja. Erstens ist das Thema Anziehung. Ja. Wenn man das Ganze vergleicht irgendwie aus dem Dating-Bereich oder sowas, ja, wenn man jetzt als Mann eine Frau kennenlernen will und dann läuft er die ganze Zeit hinterher, ja, schreibt die ganze Zeit, wenn er so eine Stunde nicht zurückschreibt, schickt man noch ein Fragezeichen hinterher. Ja. Dann hält man sich das ganze Wochenende frei, weil es könnte ja sein, dass die Dame Zeit hat, ja, und dann will man auf jeden Fall auch Zeit haben, wenn sie Zeit hat, ja. Ist es besonders attraktiv? Nee. Wahrscheinlich eher nicht, ja. Und genauso ist es ja auch, ja. Also, es geht zwar nicht um eine Liebesbeziehung, aber es geht immer um eine geschäftliche Beziehung, und da gibt es ja auch sowas wie Anziehung, ja. Und es ist ja anziehender, wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, okay, der hat ein Business, ja, oder der hat auch zu tun und ich bin jetzt nicht, oder der verhält sich so, als würde ich mich nicht brauchen, ja, als wenn ich das nicht so mache. Ne? Also ihr sollt niemals dieses Gefühl beim Kunden erwecken, okay, ich will den Kunden jetzt unbedingt haben, ich brauche den Kunden jetzt unbedingt. Ne? Weil euer Business läuft genauso weiter, wenn ihr einen Kunden mehr oder weniger abschließt. Ja? Es schließt aber nicht aus, dass ihr nichts verkaufen sollt. Ne? Da gehen wir noch später drauf ein, auf diesen Widerspruch, okay, der eigentlich kein Widerspruch ist. Ja? Anziehung ist ein Problem. Expertenstatus, ja. Du verlierst den Expertenstatus, wenn du ständig in dieser Bittstellerposition bist, ne. Wenn du ständig den Kunden, ja, ihr wisst, was ich meine, ne. Wenn ihr ihn einfach so behandelt, als wäre es euer einziger Kunde und ihr tragt ihn auf ein Silbertablett, ne. Verliert ihr einfach diesen Expertenstatus, ja. Wenn wir mal so ein Beispiel machen, ja, ich habe jetzt mal einfach so einen Mann mitgebracht, der meiner Meinung nach ein Experte ist, ja. Vielleicht kennt ihr den einen oder andere, kennt ihr irgendwer? Ja. Genau. Ja, und ja, der ist halt eigentlich ein wahrer Experte, ne, in seinem Gebiet. Ist, glaube ich, ja, du kennst dich aus dem Fußball, ne? Ist dann nur Deutschland, der Physiotherapeut, oder auch Bayern? Beides, glaube ich, ne? Primär FC Bayern.
Okay. Aber hier hat er Deutschland an. Ja. Genau. Ja. Aber der ist halt ein echter Experte, ne? Und er rennt übers Feld, er kommt zur Heilung und dann rettet er den Fußballer vor dem Kreuzbandriss aus oder sowas. Ja, also das ist ein echter Experte. Ja? Und würdet ihr sagen, oder bei dem, der hat Expertenstatus aufgebaut, ja? Und bei dem könnt ihr auch nicht sagen, so, yo, ich komme halt mal eine Viertelstunde später, ja, können wir mal eine kostenlose Probestunde machen, weil ich will jetzt erstmal austesten, wie du das so machst und sowas alles. Da sagt er, ja, hier oben, ja, kannst du mir gerne mal irgendwie, weiß nicht, wie viel der pro Stunde verlangt oder ob der überhaupt sowas macht, aber du kannst mir gerne was geben und dann schaue ich es mir mal an, ja. Anwälte machen das auch so, ja. Wenn ein richtig guten Anwalt will, dann sagen die nicht, ja, wir machen mal ein kostenlose Stunde, kostenlose Beratung, sondern sagt, ja, gib mir mal 1000 Euro, dann schaue ich es mir mal an, ob ich da überhaupt was machen kann, ja. Also es ist ein ganz anderes Mindset, ne? Und die Kunden werden dir einfach auf der Nase rumtanzen, wenn du halt den Kunden als König betrachtest und immer in dieser Bittstellerposition bist. Ja? Das heißt, die kommen zu spät zu Terminen, ja? Die nehmen es nicht wirklich ernst, die setzen die Dinge nicht um, die ihr im Personal Training mit denen besprecht, ja? Das ist ja auch wichtig. Ja? Und die werden dir einfach auf der Nase rumtanzen, wenn du dieses Mindset so hast. Ja? Und ich möchte euch heute so ein bisschen aus diesem Mindset rausholen, ja? Weil viele denken sich vielleicht, ja, ich bin ja noch kein Experte, warum sollte ich mich so verhalten? Ja? Ihr seid ja vielleicht noch am Anfang, ja, oder halt einfach noch nicht da, wo ihr vielleicht gerne sein wollt, ne? Oder ihr sagt noch nicht, okay, ich bin jetzt schon so weit wie Dr. Müller-Wohlfahrt oder sowas, ja, und ich bin jetzt ein riesen erfolgreicher Personal Trainer. Das ist natürlich einfach so zu denken, aber warum kann man auch schon früher so denken? Und zwar möchte ich euch dazu mal was aufzeichnen. Wenn ihr das mal seht, ja, hier ist so euer aktuelles Mindset, eure aktuellen Gedanken, euer aktueller Kopf, okay? Und stellt euch mal vor, ja, hier ist mal eins, ja, also hier ist aktuell der Status, ne? Und hier oben seid ihr 10-mal weiter, ja? Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel Lisa, wie viele Kunden hast du, Lisa? Aufgewacht. Wie viele Kunden hast du im Personal Training? Personal Training. Bitte? Kurs oder Personal? Personal Training. Personal Training läuft aktuell komplett bezahlt für 6 Wochen eins. Okay, eine Kunde. Okay, so, ne? Das passt jetzt eigentlich ganz gut für das Beispiel, ja, weil du hast ja einen Kunden, ne? Stell dir vor, du hättest jetzt 10 Kunden, ja. Wie würdest du, oder man behandelt den Kunden anders, ja, wenn man einen Kunden hat oder wenn man 10 Kunden hat, ja. Bei 10 Kunden bist du nur einer von 10, ja. Bei einem Kunden bist du einer von 1 und der tanzt vielleicht auf der Nase rum, ja. Wenn man die ganze Zeit mit diesem Hintergedanken-Mindset rangeht, okay, der Kunde ist König, ja. So. Und so, diese Übung solltet ihr immer machen. Ja, was würde ich machen, wenn ich schon 10-mal mehr hätte? Ich hätte 10-mal mehr Kunden, ich hätte 10-mal mehr Erfahrung, ich hätte 10-mal mehr Geld, ich hätte 10-mal mehr Zeit und so weiter und so fort. Ja? Und das Ding ist, ja, auch wenn ihr es jetzt noch nicht habt, ja, aber wenn ihr jetzt schon so handelt, als wärt ihr schon hier, an diesem Punkt, wo ihr 10-mal weiter wärt, ja, dann kommt ihr schneller zu diesem Punkt. Weil, wenn ihr einen Kunden habt, ja, und ihr seid nicht in dieser Bittstellerposition und denkt euch, okay, das wäre jetzt ein Kunde von vielen und ich bin jetzt nicht auf den angewiesen oder sowas, dann geht ihr anders mit denen um. Ja? Und gerade auch Leute, die vielleicht die Zielgruppe sind im Personal Training, ja, vielleicht auch Geschäftsleute, vielleicht auch Führungskräfte und so weiter und so fort, ja, die sind es gewohnt, dass sie die Chefs sind und dass sie irgendwie, und dass die Mitarbeiter auf ihn oder dass sie über die Mitarbeiter bestimmen können. Aber das ist nicht so in der Personal Training Beziehung. Ja? Man ist nicht der Mitarbeiter von dem Kunden. Ja? Und wenn man da mal ein bisschen Kontra gibt teilweise oder wenn man da dem das Gefühl gibt, okay, das ist eine partnerschaftliche Beziehung, ja, und du bist nicht hier mein Boss oder sowas, ja, dann finden die es auch manchmal geil. Ja? Dann kriegen die mal ein bisschen Gegenwind, ja, und dann sagen die, ja, okay, smarter Typ oder smarte Dame, ja, smarte Trainerin, da kriege ich ein bisschen Gegenwind, beziehungsweise ich kann nicht mehr so umspringen wie mit Mitarbeitern oder sowas. Ne? Das bedeutet, überlegt euch mal, okay, wie würde ich denken, wie würde ich handeln, wie würde ich mich fühlen, wenn ich 10-mal weiter wäre und wenn ich irgendeine bestimmte Situation habe mit den Kunden, ja, dann denkt mal, wie würde ich jetzt handeln, ja, wenn ich 10-mal weiter wäre, dann handelt ihr so. Beispiel, ja, ihr wollt einen ersten Kunden generieren oder wollt einen weiteren Kunden generieren und euer Preis ist zum Beispiel, ja, wir gehen später noch ein, dass Stundenpreise jetzt nicht perfekt sind, ja, aber für die Einfachheit halber reden wir hier über Stundenpreise, sagen wir, okay, 80 Euro die Stunde kostet jetzt euer Personal Training. Ja, dann habt ihr einen Kunden, ja, ist jetzt keiner aus dem Bekanntenkreis oder sowas, habt ihr einen Kunden, der sagt, ja, 80 Euro sind mir viel zu teuer, also ganz ehrlich, bei 60 wäre ich dabei. Ne, versucht euch mit sowas zu handeln und sowas. Ja. Und das normale Mindset, was ihr hier unten habt, ja, ist so, ah ja, ich habe ja sowieso wenig Kunden, ne, besser mache ich jetzt den einen Kunden, als wenn ich jetzt gar keinen habe, das ist ja auch Geld, ich kriege ja auch Erfahrung und so weiter und so fort, das ist das Mindset da unten. Ja. Aber wenn ihr 10-mal weiter wärt, hättet ihr vielleicht schon weniger Zeit, ja,
ihr wisst gucken, okay, wie muss ich meine Zeit strukturieren, da kann ich mir das leisten, diesen Kunden anzunehmen, weil finanziell bringt er mir auch nicht so viel, ja. Also ein ganz anderes Mindset, dann sagt er, nee, entweder wir machen das zu diesem Preis, ja, oder wir machen es nicht mit dem, zu diesem Preis. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und dieses Mindset sollte man annehmen, und wenn man dieses Mindset annimmt, kommt man halt schneller an den Punkt, dass man da hinkommt, wo man möchte. Okay? So. Cool, ne? So. Also, zu dem Punkt hier noch Fragen? Ja. Was hältst du denn davon, wenn man jetzt einfach Kunden gratis trainieren würde für die Erfahrung? Kommt drauf an. Also, es würde wieder ein komplett neues Thema aufmachen, ja. Ich würde generell nichts komplett gratis machen, ja. Weil du musst mit Kunden üben, die in deiner Zielgruppe sind, ja. Allerdings musst du, wenn du bei den ersten drei Kunden nicht schon den vollen Preis verlangen. Ja? Also es gibt so eine Art Testkundenstrategie, ja? Die lernen wir dann auch in dem Coaching hier zum Beispiel. Ja? Und da ist es so, dass man schon was verlangt, weil sonst hat der Kunde gar keinen Einsatz gemacht. Weißt du? Wenn du sagst, okay, ich trainiere dich kostenlos, dann ist es nichts wert, dann setzt er deine Sachen nicht um, das bringt halt nichts. Ne? Dann hat er keinen Erfolg, dann wendest du total viel Zeit damit auf, das bringt einfach nichts. Ne? Also gratis würde ich nicht machen, ja? Aber halt vielleicht nicht gleich mit einem 2.000-Euro-Paket anfangen. Ja, genau. Okay. Genau. Das ist ein wichtiges Mindset. Ja, der Kunde ist kein König, sondern und ihr müsst raus aus der Bittstellerposition. So, dritter Mindset-Fehler. Oder dritter Fehler, der wie das Mindset betrifft. Ja, alle haben auf mich gewartet. Ja, das merke ich halt auch oftmals, wenn ich mit angehenden Personen spreche oder Leute, die sich in dem Bereich interessieren. Ja, dass wir eben denken, okay, alle haben auf mich gewartet und ich mache jetzt das und das und das. Und dann kommen die Leute schon von alleine auf mich zu. Ne? Viele Personen denken eben da, okay, wenn ich eine Webseite jetzt erstellt habe, ja, also das Erste, was ich mache, ne, ist eine Webseite erstellen. Ne? Ich brauche unbedingt eine Webseite, und wenn ich eine Webseite habe, dann kommen die Leute ja auf mich selber zu, tragen sich ein, ne? Und ich bin jetzt da als Personal Trainer und alle Leute kommen zu mir. Das ist halt ein Trugschluss, ja, weil erstmal interessiert sich halt niemand für dich am Anfang. Ist leider so, ja, klingt ein bisschen hart, aber ist erstmal so, ja, man muss erstmal auf sich aufmerksam machen. So, oder erstellen auch Social Media Profile, ja, stecken total viel Zeit in Beiträge, in Posts, in Reels und so weiter und so fort. Ist auch alles gut, ja, und es ist auch alles sinnvoll, ja, wenn man halt die anderen Sachen aber trotzdem macht, beziehungsweise wenn man eben die ganze Zeit nur als Personal Trainer hinter seinem Laptop sitzt, ja, an der Webseite rumbastelt, ja, ah ja, da muss ich noch was im Pixel verschieben, ah ja, das Bild, da gefällt mir das Licht nicht, ja, bei den Social Media Posts, ja, soll ich jetzt drei oder zwei Slides machen? Das sind nicht die Sachen, die euch am Anfang erfolgreich machen, das sind nicht die Sachen, die ihr am Anfang machen, wo ihr den Fokus drauf legen solltet, ja, weil eben die Leute nicht auf dich warten und weil, ja, wenn man einfach andere Sachen machen sollte, die sinnvoller sind dann, ja. Was sollte man stattdessen machen? Natürlich sollte man die anderen Sachen auch machen, aber halt nicht vor verstecken, nicht davor zurückschrecken, aktiv auf Leute zuzugehen. Ja? Gerade im Studio, ja, wenn ihr im Studio arbeitet, ja, als Personal Trainer, dann gerade dort einfach auf Leute zugehen, Leute ansprechen, eine Regel machen, okay, ich lerne jeden Tag so und so viele neue Menschen kennen. Ja? Kommt drauf an, wie viel Zeit ich im Studio verbringe, ne? Wenn ich meinen Job komplett gekündigt habe und nur noch im Studio bin, dann kann ich auch sagen, okay, ich lerne jeden Tag 50 neue Leute kennen. Ja, wenn ich nur zwischendurch immer Zeit habe, kann ich sagen, okay, ich lerne 5 neue Leute immer kennen, ne? Und qualifiziere die einfach. Ja? Frag die, haben die einen Bedarf? Ja? Könnten die sich meine Dienstleistung leisten? Könnten die auch zeitnah starten und so weiter und so fort? Ja? Ich kann Kooperationen aufbauen mit anderen Personal Trainern, mit anderen Leuten, die meine Zielgruppe schon besitzen, mit Physiotherapeuten und so weiter und so fort. Ja? Ich kann Interessenten anschreiben auf den Social Media Profilen. Gibt es auch bestimmte Strategien, ja, ist auch nicht immer so einfach, ja. Aber dieses Passiv, ja, das wir gerade besprochen haben, ja, nur das Passiv zu machen, ist halt ein Fehler, ganz klar. Und das Aktive müssen wir auch machen. Und das Aktive wird aber auch das Passive unterstützt. Ja, das bedeutet, wenn du jemanden im Studio ansprichst, ja, und du sagst uns, ja, ich bin Personal Trainer und so weiter und so fort, ja, und erzählst ein bisschen was von dir, fragst ein bisschen nach dem Bedarf und so weiter und so fort. Und dann kannst du auch mal erwähnen, ja, kannst du auch mal eine Webseite oder beim Social Media vorbeischauen, ne? Hier folgt mir auf Instagram oder so, dann bespielt sich das gegenseitig, ja, dann können die dich zum Beispiel auf Instagram verfolgen oder auf der Webseite, ne, dann bauen die ein bisschen mehr Vertrauen auf, ja, und selbst wenn die jetzt nicht Kunde werden, kann es vielleicht sein, okay, die sehen dich immer wieder bei Facebook, bei Instagram, ne, sehen dich immer im Studio, redest immer wieder mit denen und dann kann es auch sein, dass es dieser Zeitpunkt von dem ersten Kontakt bis der Kunde wird halt ein bisschen länger dauert, ja, aber das beides wirkt gegenseitig, ne, man muss halt trotzdem aktiv sein und aktiv auf Leute zugehen, ja. Das ist halt besonders wichtig. Ja. So, und jetzt haben wir einen Widerspruch, den ich vorhin schon angesprochen habe, zwischen Fehler 2 und Fehler 3. Auf der einen Seite, ja, soll der Kunde kein König sein.
Auf der anderen Seite sage ich jetzt aber auch, okay, man sollte aktiv auf Leute zugehen und Leute ansprechen, ja, und denen auch was verkaufen und natürlich auch eine Einwandbehandlung machen, wenn man mit denen im Verkaufsgespräch sitzt. Das heißt, wir wollen ja eigentlich schon, dass der Kunde Kunde wird oder dass der Interessent zum Kunden wird, ja, aber wir dürfen trotzdem nicht das Gefühl vermitteln, okay, ich brauche es jetzt unbedingt, ja, sondern wir müssen auch vor allem auch immer das Gefühl vermitteln, dass es um den Kunden geht, ja, weil euer Leben, ja, ob ihr jetzt einen Kunden mehr oder weniger abschließt zum Beispiel, verändert sich nicht großartig, ja. Natürlich, gerade die ersten Kunden sind wichtig und so weiter und so fort, aber das Leben des Kunden ist ja das, was sich großartig verändert, wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen, ja. Das bedeutet, wenn der schon jahrelang Probleme hat mit der Figur, ja, oder jahrelang schon Rückenschmerzen hat, ja, dann müsst ihr dafür sorgen, dass sein Leben verändert wird und dann geht es um ihn, dann geht es darum, dass er sein Ziel erreicht, dass er wieder mehr Lebensqualität hat, ja, mehr Selbstbewusstsein aufbaut, die Rückenschmerzen los wird und so weiter und so fort. Es geht darum, in den Kunden, und das kann man ja noch sagen, ja, ich meine, ja, für mich macht es weniger Unterschied als für dich, wenn du das Ganze jetzt heute nicht machst, ja. Du hast schon hier jahrelang Rückenschmerzen, ja. Du kannst nicht mehr mit deinen Enkelkindern spielen, weil schon Rücken wehtut, ja. Du kommst nicht mehr auf den Berg hoch, du bist bei der Fahrradtour immer der Letzte oder sowas, ja. Also, ihr wisst, was ich meine. Es geht um den Kunden, ne? Dadurch, dass du da, und das, deswegen ist es auch so wichtig, dass das Produkt so geil ist, dass das Produkt Fitness so geil ist, ne? Weil wir dem Kunden da wirklich was Gutes tun, ne? Und vielleicht hat er noch irgendwelche Zweifel, die kann man dann gerne natürlich im Gespräch auflösen, ja. Aber da ist es eben nicht so, dass der Kunde in diesem Fall dein König ist, nur weil wir jetzt sagen, okay, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, ne? Also, es widerspricht sich nicht. Ist verständlich? Ja? Wir machen ein paar Beispiele. Ja, man kann eben auch immer spezielle Fragen stellen. Das bedeutet, wir versuchen dann nicht jedem Kunden gleich was zu verkaufen, zum Beispiel im Fitnessstudio, ja, sondern wir versuchen erstmal herauszufinden, okay, hat der einen Bedarf, ne? Und passt überhaupt auch in mein Bild, ja. Und wir können eben auch fragen, wenn man jetzt zum Beispiel so ein kurzes Gespräch führt im Fitnessstudio mit einem Kunden, ne? Dann kann man auch fragen, okay, könntest du dir vorstellen, dass wir zusammenarbeiten, beziehungsweise bräuchtest du da Hilfe dabei, bei dem Ziel zu erreichen, ne? Oder du hast jetzt aber keine Ahnung, zum Beispiel, wie du das Ziel erreichst. Hab ich recht? Und wenn er sagt, ja, nee, habe ich keine Ahnung, ja, okay. Und würdest du dann auch Hilfe annehmen? Ja, würde ich schon Hilfe annehmen. So, und jetzt seid ihr drin in diesem Frame, in diesem Rahmen, wo der Kunde gesagt hat, okay, ich brauche Hilfe. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel auch zum nächsten Schritt dann übergehen und zum Beispiel so ein Kennenlerntraining vereinbaren, ja, oder einfach ein Beratungsgespräch, wo ihr dem Kunden helfen könnt, beziehungsweise wo ihr dem Kunden dann auch die Dienstleistung anbieten könnt. Ja. Also erstmal spezielle Fragen stellen, erstmal nichts verkaufen, sondern nur abchecken, okay, hat er einen Bedarf und so weiter und so fort. Ja. Möchtest du, dass ich dir helfe zum Beispiel? Ja. Und danach geht es dann erst im zweiten Schritt weiter. Okay? Das heißt, ihr müsst nicht jedem, den ihr ansprecht, und jedem, den ihr kennenlernt, direkt was verkaufen. Also erstmal abchecken, okay, hat er Bedarf und so weiter und so fort, möchtest du, dass ich dir helfe? Und dann geht es weiter. Ja? Außerdem kann man auch im Gespräch immer Expertenstatus aufbauen. Ja? Dass man eben sieht, okay, man kann so reden, als wäre man ein Experte, beziehungsweise ist man ja auch. Ne? Zum Beispiel, ja, okay, dann würde ich zum Beispiel nach dieser Frage, ja, möchtest du, dass ich dir helfe? Ne? Könntest du vielleicht vorstellen auch, oder hast keine Ahnung, wie du das schaffst, ne? Möchtest du, dass ich dir helfe? Ja, okay, dann schauen wir einfach mal, dann würde ich mal vorschlagen, wir machen mal so eine Art Kennenlerntraining aus und dann schauen wir mal, ob da so eine Zusammenarbeit, ob so ein Training für beide passt und ob ich auch dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Ja? Weil durch diesen Satz habt ihr zum Beispiel hier, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt, das suggeriert halt auch, dass manchmal eine Zusammenarbeit nicht passt und dass du auch teilweise Kunden ablehnst, weil eine Zusammenarbeit einfach nicht passt, ja, aus welchen Gründen auch immer, persönlich und so weiter und so fort, gibt es ja alles, ne? Und ob ich auch dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Weil was suggeriert das auch? Dass ich das auch schon bei anderen gemacht habe. Ne? Durch solche Sachen kann man eben das hinkriegen, dass man nicht sich widerspricht mit Fehler 2 und Fehler 3. Ne? Dass man trotzdem sagt, okay, der Kunde ist kein König, aber trotzdem verkauft und trotzdem aktiv auf Leute zugeht. Nachvollziehbar? Ja? Frage. Hier ist immer wichtig, also den Kunden im Studio kennenlerne, oder? Ist nicht wichtig, aber es waren jetzt die Beispiele, ja. Das ist eigentlich ein Studiobeispiel. Ja, was für... Prinzipiell ist ja so, wo trainiere ich da mit dem bei ihm zu Hause? Oder im Studio. Also generell im Studio. Ja, also es kommt halt ganz drauf an, es gibt verschiedene Konzepte, ne? Genau, kommt ja auch zum Kunden. Ne? Also ich bin jetzt von dem Beispiel ausgegangen, dass du halt als Personal Trainer dich zum Beispiel ein Studio eingemietet hast, ne? Zahlst dann ein paar hundert Euro im Monat und kannst da einem auf Leute zugehen und aber auch Leute dort trainieren. Ne? Aber auch, es gilt auch genau in anderen Situationen. Ne? Wenn du jetzt irgendwie privat kennenlernst oder wenn du jetzt irgendwie online kennenlernst, kannst du ja genauso auch chatten. Ja? Das geht ja genauso. Ne? Du kannst ja auch auf einer Grillparty, kannst ja auch, ja, ein paar Fragen stellen. Ne? Ja, wenn du so mit den Leuten sprichst, ja, okay, was hast du da schon so ausprobiert, ja, warum klappt es denn nicht und so, ne? Wenn jetzt irgendwer auf dich zukommt, ja, ich habe da gehört, du bist doch Personal Trainer, erzähl mal, was machst du denn da so? Ja, du erzählst nichts, sondern du stellst Gegenfragen, ne? Stellst diese Frage, möchtest du, dass ich dir helfe?
Ja, okay, dann würde ich dir vorschlagen, ja, jetzt hier bei der Grillparty können wir jetzt nicht so dein Training besprechen, ja. Aber ich würde mal vorschlagen, wir schauen einfach mal, ob Zusammenarbeit für beide Seiten passt, ja. Und ob ich da auch dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen, deinen Rückenschmerzen loszuwerden. Und ja, gib mir einfach mal deine Nummer, ne, und dann würde ich sagen, telefonieren wir einfach mal morgen. Wann passt du denn morgen? Vormittags oder nachmittags? Ne? So, ja. Und das kann man in allen Situationen anwenden. Ja. Verständlich? Okay. Was ist denn, wenn der Kunde nachfragt, wie viele Kunden ich schon trainiert habe? Sollte ich dann lügen? Also wenn es der Erste ist. Wenn es der Erste ist, ich überlege mal, ob die Situation überhaupt schon, ja, kann schon sein, dass die Situation mal kommt, ja. Wie lange bist du denn schon erstmal? Oder wie lange bist du schon ernährungsberatend? Bin ich schon genau, ja, also da kann man es dann natürlich so hindrehen, dass man nicht, also lügen würde ich jetzt nicht, ja, aber ich würde es halt gut erklären, ja. Aber pass auf, du, und das, was ich vorhin gesagt habe mit den Testkunden, das sagt man auch, ja, du bist jetzt mein Testkunde, der erste Kunde, weißt du? Das heißt ja schon so, das heißt der Testkunde, das heißt ja, also suggeriert ja schon, dass du jetzt nicht der Zehnte bist, ne? Aber du sollst dich trotzdem so verhalten, als hättest du schon 10, ja. Aber dann kannst du sagen, schau mal her, ja, ich habe eben schon mehrere Leute angesprochen, ja, ich habe noch 3 freie Slots frei für Testkunden, ja. Dich habe ich jetzt unter anderem auch gefragt, ne. Davor habe ich natürlich schon viel an mir selber ausprobiert und natürlich auch an meiner Familie, an meinen Freunden und so weiter und so fort, aber das möchte ich jetzt einfach gerne professionell machen. Und ich habe jetzt eben 3 Testkunden-Slots frei, ne, deswegen wäre es auch gut, wenn du da nicht so lange drüber nachdenkst, weil ich habe noch 5 andere gefragt. Nein, das funktioniert, denn das habe ich schon probiert. Ja, super. Das habe ja. Ich schon gemacht. Sehr gut. Ja. Hier ging es ja auch um mich, ich beschäftige mich schon seit Jahren mit dem Thema und genau. Jetzt qualifiziert bin ich jetzt seit X, aber genau. Das ist ja, ja. Das kann man alles erklären. Okay? Vierter Fehler. Stunden anbieten. Das habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Ja? Warum ist Fehler anbieten oder Stunden anbieten ein Fehler? Ja? Die meisten Personal Trainer sagen ja, okay, ich nehme 50 Euro die Stunde, ich nehme 80 Euro die Stunde, ich nehme 100 Euro die Stunde, ich bin voll krass, ich nehme 150 oder 200 Euro die Stunde, ja. Das ist ja oftmals so eine Art, wie man gemessen wird anhand des Preises, ja. Es gibt auch einige Argumente, die dagegen sprechen, warum man Stunden anbieten sollte. Ja? Welche Probleme gibt es mit Stundenpreisen? Mit einzelnen Stunden erreicht man einfach das Ziel nicht, ja. Wenn man, also ich gehe jetzt in dem Szenario erstmal davon aus, dass man einzelne Stunden verkauft und jetzt nicht irgendwie 20 Stunden auf einmal oder sowas, ne? Wenn man jetzt einzelne Stunden verkauft, ja, damit erreicht man das Ziel nicht. Was will man denn mit einer Stunde oder zwei oder mit einer Stunde pro Woche, was willst du dem dann da beibringen, ja, wenn der abnehmen möchte? Ne? Der ernährt sich schlecht, ja, hat kaum Bewegung im Alltag, ja, und jetzt trainierst du mit dem einmal pro Woche kaum Impact auf wirklich auf sein Problem, auf sein Ziel. Ne? Das heißt, damit ist es halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass derjenige sein Ziel erreicht. Ja? Das ist halt einmal wichtig. Ne? Außerdem, wann fällt die Entscheidung für weitere Stunden? Ja? Stell dich vor, ja, ihr verkauft Einzelstunden. Ja? Danach gibt der Kunde euch immer irgendwie, keine Ahnung, einfach das Bargeld. Ne? Hier, hast du die Stunde, hat gepasst, kriegst mein Geld. Ne? So. Und dann kann der jedes Mal wieder entscheiden, okay, arbeite ich jetzt wieder weiter mit dem Personal Trainer zusammen oder nicht. Ja, der hat keinen Vertrag abgeschlossen, gar nichts oder sowas. Ne? Und dann macht er das vielleicht 1, 2, 3, 4 Wochen. Ja? Und irgendwann denkt er sich, hey, jetzt mache ich das Ganze schon 4 Wochen, ich habe es schon 4 Mal trainiert. Irgendwie, ich sehe ja gar nichts, ich merke gar nichts. Ja? Mein Bauch ist immer noch so dick wie davor. Ja, ich fühle mich immer noch nicht so fit. Ja? Hat jetzt 4-mal einen krassen Muskelkater. Das war nicht so cool. Und warum soll ich jetzt weiter mit ihm zusammenarbeiten? Bringt ja gar nichts. Ja? Das heißt, er entscheidet sich immer wieder weiter für neue Stunden. Ne? Und zum Beispiel trifft er nach 4 Wochen die Entscheidung, okay, soll ich jetzt mit ihm weiter zusammenarbeiten? Ja oder nein? Und dann wird es eher nein sein, weil das Training ja nichts bringt. Ja, das heißt, ich muss ihm schon was Längerfristiges verkaufen, ja, wenn ich ihm auch wirklich helfen will. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ja. Ich würde sagen, jeder hier in dem Raum, ja, oder mit jedem, den ich spreche im Beratungsgespräch, wenn wir darüber sprechen, wie die Karriere in der Fitnessbranche aussehen kann als Personal Trainer, Fitnesstrainer, jeder sagt, ja, ich möchte anderen Leuten helfen, ich möchte Menschen helfen. Ja, wer möchte auch anderen Menschen helfen? So, ja. Und du hilfst aber nicht, wenn du nur Stunden verkaufst. Weil ich gerade schon beschrieben habe, es bringt ja nicht viel. Ne? Wenn du wirklich helfen willst, dann musst du ein bisschen lernen zu verkaufen, ja? Musst du lernen, ein gutes Angebot zu schnüren, ja? Und dann kannst du den Leuten mit einem guten Angebot wirklich helfen. Aber in einer einzelnen Stunde hilfst du dir nicht. Ne? Das gleiche bei Trainingsplänen und Ernährungsplänen. Ja? Dann sollst du keine einzelnen Trainingspläne oder Ernährungspläne verkaufen, weil was soll denn das? Ja? Also, wenn ich einen Ernährungsplan schreibe, ja, Montag isst du Haferflocken, ja, zum Mittag einen Salat und danach das und das. Das bringt doch nichts. Ja? Dann passiert einmal was, wo es nicht einhalten kann, dann schmeißt er wieder alles über Bord. Das bringt aber nichts. Genauso ein Trainingsplan. Ein Trainingsplan ist ja nicht das, was mich zum Erfolg führt. Ja? Ich brauche ein Konzept.
Ja? Und deswegen sollte man das halt nicht anbieten. Ja? Und auch bei 10er-Karten, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben nicht das Szenario, dass wir einzelne Stunden verkaufen, sondern wir verkaufen zum Beispiel 10 Stunden auf einmal. Ja? Das suggeriert immer nur, dass die einzige Leistung des Personal Trainers die Personal Training Stunde ist. Ist aber nicht so. Ja, es gibt noch viele andere Leistungen, die damit enthalten sein sollten. Ja? Und die schauen wir uns jetzt gerade mal an. Ja, Stunden sind nicht die einzige Leistung. Ja, der Kunde kauft keine Stunden, ja, er kauft nicht deine Personal Stunden, sondern er möchte ein Ergebnis haben, er möchte sein Ziel erreichen, ja, und er möchte weiterkommen. Und deswegen solltest du auch eben außerhalb der Stunde den betreuen, ja, damit eben nicht nur diese Stunde da ist, weil in dieser Stunde passiert, wie gesagt, nicht viel, ne, sondern du brauchst vielleicht auch WhatsApp-Support, ja, du brauchst vielleicht auch eine Ernährungsberatung, ja, du brauchst eine Vor- und Nachbereitung jeder Stunde. Das alles ist ja dabei bei einer Personal Training-Stunde. Ne? Und wie kann das jetzt zum Beispiel aussehen? Ja, wenn ich dem Kunden jetzt wirklich helfen möchte, ne, dann verkaufe ich ihm nicht nur eine Stunde, sondern ich sage zum Beispiel, okay, wir machen auch noch zum Beispiel ein paar Ernährungsberatungsstunden, ja, und ich zeige dir halt genau auch, okay, was musst du essen, ja, welche Maßnahmen können wir ergreifen, damit es erstmal leicht fällt, deine Ernährung umzustellen und so weiter und so fort, ne? Und dann kannst du es wieder bei WhatsApp kontrollieren, da soll er dir Fotos schicken und so weiter und so fort, ja, und so wird es runter und wird es ein Konzept und so hilfst du dem auch wirklich. Ja, ja, Frage? Würdest du so weit gehen als Personal Trainer, dass du mit dem Kunden dann auch privat mal ein vernünftiges Essen machst? Essen gehen? Bestellen. Zum Beispiel, ja, also ich würde zum Beispiel entweder, man muss halt immer schauen, okay, was macht der Kunde, ja? Ist der Kunde ein Geschäftsmann, der ständig auf Reisen ist, ja? Dann musst du ihm zeigen, okay, wie kann er im Restaurant besser essen? Ja, weil da bringt's, also viele fangen auch dann an, Kalorien zu tracken, Kalorien zu zählen und so ein Schmarrn, ja. Es bringt, also das macht er doch nicht, ja. Also es bringt ja nichts. Also du musst versuchen, schauen, okay, wie sieht der Alltag aus und wie kann ich es so leicht für den Kunden wie möglich machen, dass er seine Ernährung umstellt und in welchen Situationen kann ich was verändern, ja. Also zum Beispiel jetzt in der Situation, oder was war genau nochmal die Frage? Tatsächlich als Personal Trainer dann genau. Mit dem Kunden entweder zu Hause kochen oder einkaufen gehen oder genau. Essen gehen. Genau, also kochen weiß ich nicht, aber ich würde zum Beispiel mit dem Einkaufen gehen. Ja? Ich würde sagen, okay, wo wohnst du, ne? Oder wo ist dein Arbeitsplatz? Zeig mal Lieferando, welche Restaurants liefern da. Hier Gericht 1, 2, 3, 4, 5 kannst du bestellen, ne? Die sind gut. Sagst du dazu, schreibst du dazu, ja? Statt Joghurtsoße oder Kräutersoße machst du mit Essig und Öl oder so, weißt du, solche Sachen. Ja? Natürlich kann man auch mal mit denen kochen, ja? Und mit dem so ein bisschen zeigen, aber so ein Gericht kochen ist jetzt auch nicht die Lösung für alles. Ne? Das ist halt das Ding. Und lieber mal mit den Einkaufen gehen und zum Beispiel sagen, okay, was schmeckt dir gut? Ja, okay, würde es dir leicht fallen, das auszutauschen, ein normales Brot gegen Eiweißbrot, ne? Würde es dir leicht fallen, statt Butter zu nehmen, hier diesen Exquisite mit viel Eiweiß und wenig Fett und wenig Kohlenhydrate, ne? Also so ungefähr. Beantwortet? Ja? Genau. Dann das dritte Problem mit Stundenpreisen ist das Thema Vergleichbarkeit, ja? Interessant kann ich eben sehr leicht mit den anderen Trainern vergleichen, ne? Und wenn ich jetzt sehe, okay, du kostest 60 Euro, du kostest 80 Euro und du kostest 100 Euro, ne, dann sage ich, ja, okay, nehme ich halt vielleicht in der Mitte oder nehme das günstigere. Ja? Also es ist einfach ein Anhaltspunkt, wo man sehr leicht vergleichen kann. Ne? Und es suggeriert halt, dass es, wie gesagt, nur um die Stunde geht und nicht um die Leistung, die dahinter steht. Weil es kann ja sein, dass wirklich die persönliche Stunde von Anna viel besser ist als deine, ja, nach Front. aber man vergleicht trotzdem den Preis. Ne? Vielleicht den Stundenpreis, Leistung steht weniger im Vordergrund. Genau, und deswegen sollte man eher Pakete schnüren statt den Stunden. Ne? Das ist ein wirkliches Paket machen, wo wir den Leuten, wo den Menschen wirklich weiterhelfen können. Ne? Und mit verschiedenen Leistungen integrieren, unter anderem dann natürlich auch das Personal Training. Das bedeutet, wir haben eine festgelegte Dauer, 3 oder 6 Monate, und da kann man eben schon mal was erreichen in diesen 3 bis 6 Monaten. Ja? Und da kann ich auch schon mal Gewohnheiten aufbauen. Also man sagt ja auch so, es dauert immer so 3 Monate ungefähr, bis ich eine neue Gewohnheit aufbaue. Ja? Das heißt, es gibt eine festgelegte Dauer. Ja? Dann gibt es ein klares Konzept. Ne? Wie ich es vorhin vielleicht schon beschrieben habe, ne? dass es die Personal Trainings gibt, dass es die Ernährungsberatung dazu gibt, dann gibt es den WhatsApp-Support dazu, dann gibt es vielleicht ein Einkaufstraining dazu. Ne? Und das zeigt dann auch wirklich, okay, du kaufst jetzt einfach nicht nur eine Stunde, sondern dieses Paket ist die Lösung für dein Problem und damit wirst du dein Ziel erreichen. Ja? Das Paket ist das Ergebnis. Wenn du dieses Paket kaufst, bekommst du dein Ergebnis. Und nicht, wenn du eine Stunde kaufst, bekommst du das Ergebnis. Ja. Rüberzubringen, in einen gewissen Erfolg garantieren? Nee. Erfolg garantieren würde ich generell nie mit Garantien oder sowas arbeiten, weil es ist ja immer 50-50. Ne? Du kannst alles dafür machen, dass der Kunde Erfolg hat, aber der Kunde muss mitarbeiten. Deswegen kannst du nichts garantieren. Außerdem reagiert jeder anders und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre unprofessionell, eine Garantie jetzt dazu machen. Ne? Aber ich habe
Aber ich kann sagen, unser gemeinsames Ziel ist, da wollen wir. Genau, ja. Oder, was eigentlich noch besser ist, ich habe die Erfahrung gemacht, Kunden in deiner Situation, wenn die mit mir zusammenarbeiten, können die in 3 Monaten bis zu 10 Kilo abnehmen. Als Beispiel. Weißt du, dann hast du wieder den Social Proof mit drin, ja, dass du Erfahrung hast, Expertenstatus aufgebaut. Und dann wieder. Ich habe die Erfahrung gemacht mit Leuten, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe. Ja, so, okay? Und das, dann ist es natürlich auch weniger vergleichbar dann mit diesen Paketen, weil wenn man jetzt hat, okay, du hast 60 Euro die Stunde, du hast 80 Euro die Stunde, und Anna sagt, okay, mein Paket kostet 2.000, ja, was soll ich denn das vergleichen? Was ist denn drin in deinem Paket, Anna, bei den 2.000 Euro? Aha, es geht also um die Leistungen. Ja? Also macht was ganz anderes auf. Ja? Und man kann natürlich auch einen höheren Preis verlangen, wenn man nimmt die ganzen Dinge wie WhatsApp-Support, Einkaufstraining und so, das damit integriert. Ja? Und weil es auch wirklich halt ein Ergebnis ist und man ein Ergebnis verkauft und nicht einfach nur eine Dienstleistung, ein Personal Training. Ja? Genau. 5. Fehler, zu geringer Preis. Ich muss da kurz einen Schluck trinken. Also 5. Fehler, zu geringer Preis. Wenn der Preis zu gering ist, gibt es auch einige große Nachteile davon, einige Risiken, die damit einhergehen. Ja? Welche Probleme gibt es dabei? Ja, wir haben viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Geld. Ja? Und davor kann ich wirklich nur jeden warnen, weil wir machen das ja alle, weil wir Spaß am Job haben wollen und weil wir vielleicht was anderes machen wollen, was uns mehr Spaß macht. So, das heißt, wir haben eigentlich Spaß daran. Ja? Aber eins kann ich euch sagen, wenn ihr halt einen zu geringen Preis habt, gibt es so Probleme, die damit einhergehen, ja, dass ihr vielleicht sogar den Spaß daran verliert. Weil alles, was viel Spaß macht, wenn es halt nicht gut läuft, beziehungsweise wenn es schlecht läuft oder wenn es sich nicht lohnt, wenn es schlechte Kunden sind und so weiter und so fort, kann irgendwann vielleicht mal wieder keinen Spaß machen. Ja? Das heißt, dafür würde ich euch warnen, einfach einen zu geringen Preis zu nehmen. Ja? Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, mein 3-Monats-Paket kostet 500 Euro, ja, und da sind jetzt 13 Personal Training Einheiten drin, 4 Einkaufstrainings, einmal kochen, das ist natürlich viel zu wenig. Ja? Und damit könnt ihr natürlich auch kein geregeltes Einkommen aufbauen. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Und ihr kommt einfach in eine Abwärtsspirale rein, ja, aus der ihr nicht mehr rauskommt, wenn ihr das macht. Ja? Man zieht außerdem nicht die richtigen Kunden an, ja, und man sollte eben die richtigen Kunden anziehen, ja, damit man mit denen auch gut zusammenarbeiten kann. Und also es ist einfach eine Abwärtsspirale und man sollte halt nicht so einen zu geringen Preis einfach nehmen für seine Dienstleistung. Ja? Dieses Mindset, ich will doch allen helfen, ja. Wer hat sich schon mal gedacht, ja, ich möchte eigentlich allen helfen? Ein paar? Sowas, ja, ich möchte eigentlich allen helfen, ne, und deswegen biete ich es vielleicht auch ein bisschen günstiger an oder sowas, ja. Da muss man einfach akzeptieren, es geht einfach nicht. Du kannst nicht allen helfen, ja, und du kannst leider nur denen helfen, die halt den Preis für deine Dienstleistung zahlen können. Personal Training ist eine hochwertige Dienstleistung, ja, das kann sich nicht jeder leisten, ist so, ja. Das heißt aber trotzdem nicht, dass du nicht mal irgendwann auch allen helfen kannst. Aber wenn man es wirklich ernst meint, ja, und wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte allen helfen, diese Variante klappt nicht mit geringen Preisen, funktioniert nicht, Abwärtsspirale wieder vergessen. Aber wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte allen helfen, dann baust du dir ein vernünftiges Business auf, ja, generierst deine Personal Training Kunden, machst dieses Paket an, hast einen vernünftigen Preis, ja. Und sobald du an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, du verdienst gutes Geld, ja, und du kommst an ein Zeitlimit, an ein Zeitcap, ja, dann kannst du sagen, okay, was kann ich machen, damit ich das Ganze automatisiere, mehr Kunden aufnehmen kann und es von meiner eigenen Zeit entkoppel. Das heißt, du kannst Mitarbeiter einstellen, ja. Man kann vielleicht ein Online-Training bauen, wo man schon Videos macht, mit so ähnlich wie wir jetzt eben auch in Ausbildung lernen oder auch wie wir halt das auch im Coaching beibringen. Ne? Man kann Videos machen und so weiter und so fort. Dann kann man Mitarbeiter einstellen, entkoppelt man das von der eigenen Zeit, kann sich ein Social-Media-Team leisten, kann Social-Media-Gas geben, kann groß werden und dann können die Leute auch mit euren Inhalten, ja, mit Videos, mit Blogs, mit Podcasts oder vielleicht auch sogar hier mit einem Buch oder sowas, ja, kannst du vielen Leuten helfen. Ja? So hilft man halt allen Leuten. Ja, ich weiß nicht, wie heißt der? Ich glaube, Siad, der mit der Fitnessfibel oder so, ne? So, der hat auch so ein Buch über Thema Fitness halten und der hilft vielen Leuten, aber der hat auch ein Business gebaut. Ja, und hat es von Anfang an wahrscheinlich richtig gemacht. Keine Ahnung, kenne ihn jetzt nicht so gut, ja, aber so kann man vielen Leuten helfen, so kann man allen Leuten helfen, aber nicht, indem man sich selbst aufarbeitet, sich selbst aufopfert und in diese Abwärtsspirale reingeht. Okay? Gut. Das heißt, wir brauchen einen höheren Preis, aber jetzt natürlich die Frage, okay, kannst du diesen Preis verlangen oder hast du genug Erfahrung, um diesen Preis zu verlangen? Spannende Frage, ja. Und hierzu möchte ich dir auch wieder mal was aufzeichnen. Und zwar, ja, wir haben hier wieder einen Graph und
hier ist so die Erfahrungskurve. So, hier haben wir jetzt 100% an Wissen und Erfahrung und so weiter und so fort. Ne? Und das sind ungefähr die 100%. Ja? Ganz rankommen tut man eh nicht, ja? Weil es gibt immer wieder was Neues, es gibt immer wieder irgendwas, was man nicht weiß. Jemand, der sagt, ich weiß 100% alles, der hat halt, ja, der weiß ja wahrscheinlich gar nichts. So, ja, okay. Und jetzt gibt es vielleicht Personal Trainer, die sind vielleicht hier. Ne? Und hat mir neulich auch wieder, erst diese Woche jemand gesagt, ja, jemand, der hier ist, ja, von der Erfahrung her, der kann ja schon einen viel besseren Preis verlangen, der ist ja schon viel besser und warum sollte der Kunde nicht zu dem gehen und so weiter und so fort. Ne? So, der ist zum Beispiel hier. Ja? Dein Kunde ist wahrscheinlich hier irgendwo, vielleicht hat er schon mal irgendwas gelesen in der Brigitte über Training, ja? Aber weiß noch nicht so wirklich viel darüber. Ne? Und ihr seid vielleicht irgendwo hier in diesem Bereich. Ne? Vielleicht am Anfang steht, ja, habt ihr schon mal die Ausbildung gemacht, ne? Habt natürlich nicht nur B-Lizenz, gemacht, weil ihr genau wisst, eine B-Lizenz reicht nicht aus, ja? Sondern ihr steht dann zum Beispiel schon mal hier an dem Punkt, nur als Beispiel jetzt. Ja? Ihr steht zum Beispiel an diesem Punkt. Ja? So, und ihr müsst den Kunden, ja, oder mit euren, und es reicht sozusagen aus, um den Kunden zu trainieren, wenn ihr auf dieser Skala hier höher seid als der Kunde. Ja? Und diese mehr Erfahrung, die ist zwar gut und die ist nett, ja, und die bringt natürlich was, aber es ist nicht nötig, damit der Kunde sein Ergebnis erreicht, sein Ziel erreicht. Ja? Weil, wenn ich jetzt mit dir eine Kniebeuge mache, ja, und vielleicht habe ich mehr Erfahrung und ich kann es dir in 30 Sekunden schneller erklären, als Trainer hier oben und du brauchst vielleicht 30 Sekunden länger, ja? Weil du vielleicht irgendwas schneller siehst, irgendwas schneller erkennst, was vielleicht von der Stellung anders besser gewesen wäre oder sowas. Ne? Egal, ja. Aber wenn du eine Kniebeuge machst, ja, und ihr wisst alle, wenn ihr die Ausbildung was macht, ja, okay, man muss wenn man das Training macht, man muss sich langfristig steigern und so weiter und so fort, ne? Man soll zum Beispiel Kniebeugen machen, ja. Und wenn du mit dem Kunden die Kniebeuge machst, ja, dann wirkt ja das Training unabhängig davon, wie viel Erfahrung der Trainer hat. Das heißt, wenn ich dir jetzt The Rock herstelle, ja, oder mich, ja, wenn ich dir sage, mach eine Kniebeuge, oder er dir sagt, mach eine Kniebeuge, deswegen wirkt ja die Kniebeuge bei mir nicht weniger. Ne? Du hast ja die gleichen positiven Auswirkungen durch die Kniebeuge, unabhängig von mir. Verständlich? So, das heißt, solange ihr halt wisst, okay, ich bin hier höher als der Kunde, gibt es keinen Grund, total niedrigen Preis zu verlangen. Ja, ich will gar nicht sagen, dass er nicht doch irgendwas einen Tick besser macht. Der Erfahrung ist viel wert, brauchen wir gar nicht drum rumreden. Ja? Aber redet euch nicht selbst zu klein, dass man mit wenig Erfahrung nicht trotzdem einen angemessenen Preis verlangen kann. Ja? Das zeige ich euch noch kurz an einem anderen Beispiel. Ja? Alles weg, sehr gut. Anderes Beispiel. Ja, es kommt immer auf das Ergebnis an. Ja? Kannst du das Ergebnis liefern? Kannst du mit dem Kunden trainieren und es kommt nicht auf die Erfahrung an. Ja? Wenn wir uns mal das hier anschauen, ne? Positiven Auswirkungen von Ausdauertraining und Krafttraining, ja? Ist auch in meinem Buch, sind die Grafiken so drin, ne? Was da alles passiert. Ja? Allgemeine positive Auswirkungen Ausdauertraining auf die Gesundheit, ne? Steigert Muskelkraft, reduziert Übergewicht, bekämpft Diabetes, verhindert Hypertonie, erhöht Knochendichte, erhöht Gelenkmobilität, verzögert die Alterung. Ja? Also wahnsinnig gute Sachen. Ja? Ist eigentlich dumm, wenn man das nicht macht. Das Ausdauertraining, das Krafttraining. Im Krafttraining, ja, Erkrankungen, die positiv beeinflusst werden können. Arthritis, Depression, sogar Krebs, ja, so normal, Rückenschmerzen kennen wir alle, dass es was bringt. Sogar Krebs lässt sich durch Krafttraining positiv beeinflussen. Nicht behandeln oder wegkriegen, aber es hat einen positiven Einfluss, ja. Bluthochdruck, Arthrose, ja, das Risiko zu stürzen, Schlaganfall und so weiter und so fort. Das bedeutet, wenn ich den Kunden dazu bringe, dass er mir mein Personal Training bucht und der kommt regelmäßig zum Training, ich trainiere den, dann wirken doch diese ganzen Sachen genauso, unabhängig von meiner Erfahrung. Ist ja nicht so, nur weil ich weniger Erfahrung habe, hilft Krafttraining nicht gegen Schmerzen im unteren Rücken. Ist ja Quatsch. Ja, das heißt, natürlich gibt es Leute, die mehr Erfahrung haben als ihr. Also kein Grund dafür, sich selbst schlecht zu fühlen, zu sagen, ich habe zu wenig Erfahrung und das Training ist oder die Dienstleistung oder das Produkt ist nicht weniger gut dadurch. Gibt es irgendwie so einen Aha-Moment bei vielleicht dem einen oder anderen? Ich blicke in nickende Gesichter, das ist schon ein gutes Zeichen. Okay. Ja, aber das ist halt ganz wichtig zu verstehen, ja. Umgekehrt muss man ja aber dann mehr werben, wenn man denn mehr verdienen will, wenn man mehr Erfahrung hat. Da muss man das Ganze ja quasi umkehren und sich selber doch wieder abheben von jemandem, der weniger Erfahrung hat. Ja, die Karte kannst du natürlich ausspielen, ja. Ja, nur, dass man das auch im Hinterkopf behält. Das ist natürlich was, wenn man jetzt mehr Erfahrung hat, dann muss man das natürlich dann auch genau. Den Leuten aus guter Brust nehmen.
Genau, ja. Also die Karte kannst du ausspielen. Es geht ja alles in Gesprächen. Ne? Ich kann sagen, ich kann dir verkaufen, wenn ich wenig Erfahrung habe als Personal Trainer, dass es das Geilste ist, wenn ich viel weniger Erfahrung habe. Ja? Dass es voll geil ist und dass ich dir trotzdem helfen kann und dass es deswegen nicht mehr wert ist. Ich kann dir genauso verkaufen. Hey, ich habe die ganze Erfahrung. Ich weiß ganz genau, wie ich dich besser ans Ziel bringen kann. Ich habe es schon so oft gemacht mit dir und so weiter und so fort. Ja, also es geht immer nur darum, wie handelst du das im Gespräch, weißt du? Ja? Und genauso kann ich dir verkaufen oder genauso kann ich sagen, okay... Genauso kann ich sagen, ich hab einen Vorteil, wenn ich ein bisschen älter bin, wenn ich 30, 40, 50, 60 Jahre alt bin als Personal Trainer oder wenn ich Mitte 20 bin und total durchtrainiert bin. Ja, ich kann beides gut reden, beziehungsweise beide Male dafür sorgen, dass es einen Vorteil hat. Weißt du? Ja? Und es funktioniert ja auch beides. Ja? Ist jetzt nicht so, dass ein Personal Trainer, der 25 ist und total durchtrainiert, pauschal schlecht ist, aber auch nicht pauschal gut ist. Und genauso jemand, bei dem jemand, der 40 ist, ja, ist auch nicht pauschal schlecht oder pauschal gut. Ja? Okay? So, Fazit. Du kannst bereits am Anfang deiner Karriere einen angemessenen Preis verlangen. Ja? Und dieses Higher Self, dieses Gedanken, ich bin 10-mal weiter, ne, wirkt auch wieder hier. Ja? Genau. So, dann, 6. Fehler. Falsche Zielgruppe und Positionierung. Wenn man mit angehenden Personal Trainern spricht, ja, dann gibt es manchmal diesen Satz hier. Ja, ich möchte mich jetzt nicht so genau festlegen, ich möchte eigentlich alle ansprechen, weil ich verliere ja Kunden, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt nur Abnehmen. Dann sind ja die ganzen Leute, die zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte aber Rückenschmerzen loswerden, die verliere ich doch. Deswegen biete ich das einfach für alle an. Ne? Und das ist natürlich ein Fehler. Ja, ich kenne das Wort Positionierung bestimmt schon mal, habe bestimmt das schon mal gehört. Ne? Deswegen, ja. Gehen wir aber mal ein bisschen genauer darauf ein, was es dann im Personal Training Business dann auch wirklich bedeutet. Ne? Und zwar haben wir vorhin schon über das Thema Expertenstatus gesprochen. Und wenn du Experte für alles bist, bist du Experte für nichts. Ja? Es gibt keinen Bereich, wo du irgendwie gut drin bist, ja, wo du besonders gut drin bist, keinen Bereich, für den du stehst, nichts wirklich, wo du dafür stehst. Ja? Und schauen wir uns mal eben gute Gründe an für eine gute Positionierung. Ja? Wir werden eben als Experte wahrgenommen für ein bestimmtes Themengebiet. Ne? Hier Dr. Müller-Rufer, den wir vorhin schon hatten, ja, der wird eben als Experte wahrgenommen für Physiotherapie, für Fußball, beziehungsweise für Sportverletzungen wahrscheinlich. Ne? Im Fußball, ja, das ist da der Experte. Ne? Würde der jetzt auch noch Leute trainieren, die Muskeln aufbauen wollen, würde der irgendwie nicht klappen. Ja? Oder würde das alles verwässern, verschwemmen. Ne? Genau. Dann muss man auch vor allem Expertise in einem bestimmten Bereich aufbauen, in einem speziellen Bereich. Das hat eben auch Vorteile, ja, wenn ich zum Beispiel nur Leute trainiere, die abnehmen wollen, gehe ich mit den Leuten immer die gleiche Reise durch. Das bedeutet, ich bekomme Erfahrung im Teachen und Coachen. Ja, dadurch beantworte ich immer dieselben Fragen. Ich lerne die Zielgruppe besser kennen. Ich lerne die Probleme der Leute kennen. Ich weiß ganz genau, was die brauchen, was die wollen. Ja, ich kenne auch euch alle ganz genau. Ja. Ist nicht jeden persönlich, total kenne ich das ganze Leben, aber ich weiß ganz genau, dass vielleicht jeder am Anfang mal gedacht hat, irgendwie sowas, ja, ich möchte vielleicht mal allen helfen können oder diese ganzen Beispiele, die ich vorhin schon gebracht habe. Ne? Ich möchte erst mal klein anfangen und vielleicht irgendwie erstmal kostenlos meine Dienstleistung anbieten, ne? Oder ich möchte Menschen helfen. Ich weiß das auch alles bei euch, das höre ich tagtäglich. Ja? Und genauso, wie ich die Erfahrung habe mit Trainern, ja, die erfolgreich zu machen, die weiterzubilden, braucht ihr die Erfahrung mit Kunden, die ein ähnliches Profil haben. Ja? Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel immer Ernährung macht, ja, oder immer zum Beispiel Abnehmen macht, ja, dann werdet ihr halt gut darin, Leute zu unterrichten, wie man abnimmt, ja, und sammelt Erfahrung darin und könnt den Leuten immer besser und besser helfen. Ja. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn man wieder einen Schritt weiter denkt, irgendwann automatisieren anfangen. Das bedeutet, ihr könnt ein Video aufnehmen oder eine Voice machen, wenn jetzt irgendwer eine Frage stellt, hey, darf ich Nudeln zum Abendessen oder sind Kohlenhydrate schlecht? Machst ein kurzes Video drüber, 2-3 Minuten, ne, einfach nur mit dem Handy, ne, machst 2-3 Minuten, lädst irgendwo hoch, in Google Drive oder sowas, muss gar keine große Lernplattform sein. Ne, und wenn jetzt ein anderer Kunde nochmal die gleiche Frage stellt, schickt dir das dem einfach zu. Ja, das funktioniert aber nicht, wenn ihr dauernd unterschiedliche Kunden habt. Ne, und deswegen wird man halt gut darin, wenn man halt auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert und positioniert und dass man halt Experte dafür wahrgenommen wird. Ja. Eine andere spannende Frage, die auch immer noch dazu kommt, ist, sollte ich deinen Kunden ablehnen, wenn sie nicht zur Positionierung passen? Ja, kommt aber ein bisschen drauf an. Ja? Wenn man ganz am Anfang steht, ja, und ihr habt zum Beispiel 2-3 Kunden oder sowas, ne? Und ihr seid zum Beispiel auf das Thema Abnehmen positioniert, spezialisiert, ja, das ist euer Themengebiet. Und wenn der Kunde dann sagt, oder wenn ihr einen Interessenten bekommt, der sagt, ja,
ich möchte zwar auch ein bisschen abnehmen, aber eigentlich hauptsächlich geht es mir um meinen Rücken. Ja? Also eigentlich ist es mit dem Rücken ist mir wichtiger. Ne? Dann kann man den Kunden schon trainieren. Ja? Vor allem, wenn er am Anfang steht. Ja? Dann kann man das schon machen. Aber nur weil ihr den einen Kunden trainiert, müsst ihr nicht eure ganze Positionierung, euren ganzen Auftritt, euer ganzes Marketing ändern. Auf der Webseite geht es trotzdem um Abnehmen. Auf deinen Social Media Profilen geht es trotzdem um Abnehmen. Ja? Ihr nennt euch trotzdem Abnehmcoach zum Beispiel. Ja? Das wird ja nicht verwässert oder verschlimmert dadurch, dass ihr mal einen Kunden aufnimmt, der auch Rückenschmerzen loswerden will. Aber wie gesagt, der Großteil sollte halt wirklich zu dieser Positionierung passen. Aber gerade wenn man am Anfang steht, muss man nicht partout sagen, okay, du hast das Geld, du hast die Zeit, du möchtest mit mir zusammenarbeiten, möchtest ein bisschen abnehmen, aber hauptsächlich Rückenschmerzen, ja, dich nehme ich jetzt nicht. Ne? Also wäre dann auch Quatsch. Ja? Aber man sollte halt schon schauen, dass man langfristig in die richtige Richtung geht. Und gut darin wird, ein Thema zu teachen, zu coachen. Ne? Genau. Dann habe ich hier mal so eine Grafik mitgebracht, wie die optimale Positionierung aussieht. Ja? Das beschreibe ich, wie gesagt, auch ganz genau in meinem Buch. Ne? Und das möchte ich jetzt aber mal mit euch heute live gerne durchgehen, wie man die optimale Positionierung finden kann. Ne? Es besteht aus drei Teilbereichen. Einmal aus Kompetenzen und Erfahrungen, einmal aus verpassten Zielgruppengrößen und einmal aus Personen mit dem nötigen Budget. Wir gehen jetzt mal jedes hier durch. Ja? Kompetenzen und Erfahrungen würde ich unterscheiden nochmal in Kompetenzen und Erfahrungen. Ja? Kompetenzen benötigt man selbstverständlich. Ja? Deswegen seid ihr auch alle hier, deswegen macht ihr auch eine Ausbildung bei uns, ja, oder mehrere Ausbildungen natürlich bei uns, und ihr baut die Kompetenzen auf, um eben Leuten helfen zu können. Ja? Erfahrungen, haben wir vorhin schon gesagt, ja, ist natürlich gut, wenn man das hat. Ja? Also angenommen, ja, du möchtest Abnehmcoach sein und hast Erfahrungen an dir schon selber gemacht, dass du sagst, okay, ich war früher mal nicht so zufrieden mit meiner Figur, ja, vielleicht sogar übergewichtig oder sowas, ja, hab dann selber abgenommen und bin jetzt halt im Fitness drin und versuche mich dann mal weiter zu verbessern, hab abgenommen und so weiter und so fort, ja. Das ist natürlich super, wenn du diese Erfahrung selber gemacht hast, weil du weißt ganz genau, wie sich der Kunde fühlt, ja, du kannst, also Empathie ist ein großes Stichwort, ne? Du weißt ganz genau, okay, wie fühlt er sich, ja, du weißt ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man auf einer Party ist, alle trinken Bier und du stehst mit einem Eiweißshake da, ja, du weißt ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn du ein T-Shirt anziehst und du musst die ganze Zeit darauf verschauen, dass dein Bauch nicht da raushängt oder sowas, ja, oder dass du ins Freibad gehst und behältst das T-Shirt extra an, weil du dich für deinen Bauch schämst oder sowas, ja, das kannst du alles ganz genau nachvollziehen. Und dadurch kennst du schon mal wieder die Zielgruppe ein bisschen besser, weil du selber schon mal die Zielgruppe warst. Ja? Das heißt, du kannst einmal Erfahrungen an dir gesammelt haben oder du kannst natürlich auch Erfahrungen an bisherigen Kunden gesammelt haben. Kunden, warum habe ich es Anführungszeichen gemacht? Wenn du noch keinen Kunden hattest, dann auch Erfahrungen an anderen Personen, ne? Aus dem Bekanntenkreis oder sowas. Ne? Kannst du dich auch gesammelt haben. Das heißt, du brauchst nicht unbedingt immer Erfahrungen an dir gesammelt zu haben, sondern auch an anderen Kunden, weil du musst nicht einen Bandscheibenvorfall gehabt haben, damit du jemanden trainieren kannst, der einen Bandscheibenvorfall hatte, zum Beispiel. Ja? Das geht auch so und du kommst auch in die Erfahrung rein, du kannst auch die Leute kennenlernen, die Zielgruppe kennenlernen, wenn du das nicht selber hattest und halt oft mit denen zusammenarbeitest. Ja? Und jetzt würde ich es aber trotzdem mal so eingrenzen. Ja? Das hier brauchst du unbedingt. Ja? Das hier brauchst du bedingt. Es ist gut, wenn du das hast, ja? Wenn du vielleicht selber die Zielgruppe warst oder wenn du schon Erfahrungen gesammelt hast mit anderen Kunden, aber wie wir vorhin schon besprochen haben, ja, Erfahrung am Anfang, ja, ist vielleicht weniger wichtig, als man selber vielleicht die ganze Zeit denkt. Das ist natürlich wichtig, keine Frage, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So, also das war der erste Teil. Ne? So, dann haben wir den zweiten Teil, die passende Zielgruppengröße. Ja? Spitz oder breit positionieren. Jemand, der über Positionierung spricht, der sagt manchmal, ja, man muss sich total spitz positionieren und ja, wenn du breit positioniert bist, ist es total schlecht, weil dann bist du ja Experte für gar nichts und so weiter, hatte ich ja auch schon vorhin. Ne? Aber man muss immer ein bisschen dran betrachten, okay, wie groß ist denn meine Zielgruppe? Ja, das ist abhängig von den potenziellen Kunden. Ne? Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ich wohne jetzt auf einem Dorf, ja, oder auf einer Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern oder sowas, es gibt ja keinen Personal Trainer, ne? Dann wäre es meiner Meinung nach ein Fehler zu sagen, okay, ich bin jetzt offline Personal Trainer für Schwangere, die nach der Geburt gerne ein Sixpack haben wollen, auf die Bühne gehen wollen als Bodybuilder. Das ist zu spitz positioniert für das Dorf. Ja? Wenn ich allerdings sage, okay, ich möchte das online machen, 100 Millionen im ganzen Dachraum, da finde ich bestimmt welche, die vielleicht nicht auf die Bühne wollen, aber die danach vielleicht oder die vielleicht schon immer mal ein Sixpack haben wollten und das jetzt vielleicht oder einfach nach der Schwangerschaft abnehmen möchten. Ja? Oder einfach top aussehen wollen. Nicht nur abnehmen, sondern top aussehen wollen. Zum Beispiel. Ja, kann funktionieren, weil online
habe ich halt viel größere Zielgruppe. Und vor allem, wenn ich danach suche, wenn ich in der Zielgruppe bin und danach suche, kann ich zum Beispiel auch bei den Plattformen, zum Beispiel bei YouTube vor allem, ja, mit Videos gut oben erscheinen, wenn ich ein ganz spezifisches Thema anspreche. Ne? Ich habe zum Beispiel mal, das weiß ich jetzt gar nicht in der Präsentation, aber ich habe zum Beispiel mal einfach mal aus Spaß da gegoogelt, als ich jetzt auch geschrieben habe im Buch, irgendwie nach Abnehmen mit Stoffwechsel, mit Stoffwechselstörung oder sowas, ne? Oder mit Schilddrüsenunterfunktion oder irgendwie so. Habe ich einfach eingegeben, ne? Und habe ich einen Kanal gefunden, der sich nur darum gedreht, ja, um dieses Abnehmen mit diesem Problem halt, ne? Und dann habe ich sofort Vertrauen gehabt, ja, und habe gedacht, genau, okay, das ist mein Experte für dieses Gebiet. Das heißt, online kann es sehr gut funktionieren. Wenn ich wieder sage, okay, ich bin jetzt so ein Dorfexperte für Leute mit Schilddrüsenüber- und Unterfunktion, weiß ich nicht, ja. Kann funktionieren, ja, vielleicht sind es mehr, als man vielleicht immer denkt, ja, aber kann eben auch nicht funktionieren. Oder ich bin halt zum Beispiel auch in einem Studio, ne, im Studio ist es auch eher klein. Ja, wenn ich mich im Studio eingemietet habe, habe ich vielleicht 1000, 2000, 3000, 4000, 500 Mitglieder, je nachdem. Und da kann ich mir auch anschauen, okay, welche Personal gibt es denn schon? Wenn es vielleicht noch keinen Personal gibt, dann kann es auch sein, okay, ich bin jetzt hier Abnehmcoach. Easy. Ne? Dann reicht Abnehmcoach vollkommen aus. Online Abnehmcoach bis zu einer von Zehntausenden. Ne? Und man kann eben diese Zielgruppengröße anpassen und ändern durch die bestimmten Dinge. Ja? Also wir können zum Beispiel durch das Thema das verändern oder durch die Zielgruppe. Wir fangen mal an hier mit dem Thema. Ne? Und dann können wir zum Beispiel sagen, okay, ich möchte hier Figur verbessern und dann können wir das immer weiter runterbrechen. Figur verbessern würde auch sagen, okay, abnehmen, Muskel aufbauen, einfach Figur verbessern. Ne? Kleiner wäre es Gewichtsreduktion. Ja? Ja? Muskelaufbau-Leute fallen raus. Ne? Nächstes wäre Gewichtsreduktion von Übergewicht zu Normalgewicht. Das heißt, du schießt alle adipösen Leute aus und du schießt Leute aus, die vielleicht schon normalgewichtig sind, aber einfach sagen, ja, ich will dir noch 3 cm im Bauch verlieren. Ne? Schießt aus. Oder? Gewichtsreduktion von Übergewicht zu Normalgewicht mit einer Low-Carb-Diät. Low-Carb-Diät ist zwar eher eine Methode, ja, und nicht direkt die Positionierung, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, eine speziellere Form dann davon. Und ich muss gleich bei schmerzenlos werden. Ich kann sagen, schmerzenlos werden, das ist ein ganzer Bewegungsapparat. Ne, wäre sogar theoretisch noch Kopfschmerz mit drin, wäre ich schon wieder Arzt. Ja. Aber das meinen wir natürlich nicht damit. Man kann sagen, rückenschmerzenlos werden, dann schließen sich alle aus, die Knieschmerzen haben oder Gelenkschmerzen. Ja. Dann schließe ich alle aus, die zum Beispiel unspezifische Rückenschmerzen haben, sondern ich sage, okay, schmerzenlos werden nach einem Bandscheibenvorfall. Oder ich sage, schmerzenlos werden nach einem Bandscheibenvorfall ohne Operation. Ja? Also umso mehr man das Thema eingrenzt, ne, umso spezifischer kann man da werden. Ne? Und wenn du das zum Beispiel wieder als YouTube-Video machst, ja, wie man seine Schmerzen nach einem Bandscheibenvorfall ohne Operation los wird, ne, kommt man schon wieder in Sachen rein, wo es schon wieder spezieller wird und wo man denkt, okay, ich treffe genau da rein, ah geil, das schaue ich an. Zum Beispiel, ne? Aber zum Beispiel in einem Studio 1000 Mitglieder habe, ja? Und wenig Konkurrenz vielleicht auch. So, das ist eine, ja. Aber die Zielgruppe kann ich natürlich auch eingrenzen. Ja? Das heißt, ich kann auch sagen, okay, ich mache Figur verbessern für Frauen. Ich mache Figur verbessern für Frauen zwischen 30 und 50. Ich kann sagen, ich mache Figur verbessern oder Muskeln aufbauen für Männer zwischen dem und dem Alter. Ne? Ich kann sagen, ich mache schmerzenlos werden für Anwälte. Ich kann schmerzenlos werden für Führungskräfte. Ja, irgendwie sowas. Ne? Also durch die Zielgruppe, oder ich kann zweimal eingrenzen, einmal durchs Thema und einmal durch die Zielgruppe. Ja, das heißt, merkt euch mal das, wir machen das später nochmal als Übung so durch, ja. Merkt euch das, wie man das eingrenzen kann, ja. Weil das dürft ihr dann später selbst mal üben, okay. So, und dann das dritte, haben wir noch die Person mit dem nötigen Budget. Haben wir vorhin schon, das Budget muss vorhanden sein, der Verkauf wird sonst unmöglich. Und es ist eine Abwärtsspirale, haben wir vorhin schon genau darüber gesprochen, ja. Und jetzt ist meiner Meinung nach die optimale Positionierung, wenn man alles davon hat. Ja, also wenn man sowohl die Kompetenzen und Erfahrungen hat, ja, als auch die passende Zielgruppengröße, als auch die Person mit dem nötigen Budget, dann ist man hier. Ja. Wenn man jetzt allerdings sagt, okay, ich habe die richtige Zielgruppengröße, habe Kompetenzen und Erfahrungen, spreche Personen an, die kein Budget haben, kann es nicht funktionieren, deswegen ist das hier rot. Ne. Wenn ich aber sage, okay, ich habe Kompetenzen und Erfahrungen, habe Personen mit dem nötigen Budget, habe aber nicht die richtige Zielgruppengröße, kann es auch funktionieren, weil ich kann auch, wenn ich jetzt Online-Abnehmen-Coach bin, von Anfang an, geht es schon auch, dass ich da irgendwie Kunden generiere. Ja, ist vielleicht noch nicht so spitz positioniert, kann man vielleicht ein bisschen was ändern, aber es geht schon. Ja. Deswegen hier gelb. Ja. Und das hier kann man nur so bedingt betrachten. Also wenn ich Kompetenzen habe, aber null Erfahrungen, kann es trotzdem funktionieren. Ja. Zwar nicht perfekt, deswegen ist hier auch wieder so gelb. Ja. Ich brauche die Kompetenzen, Erfahrungen nicht unbedingt, aber wenn ich es für Leute habe mit dem nötigen Budget und eine passende Zielgruppengröße, kann es funktionieren. Ja. Und waren jetzt eben diese 6 Fehler. Na, wiederholen nochmal ganz kurz. Erstens, Kündigung des alten Jobs. Zweitens, Mindset, der Kunde ist König. Ja?
Drittens, alle haben auf dich gewartet. Man muss aktiv auf Leute zugehen. Ja? Meinst du Nummer zwei ist, raus aus der Bittstellerposition, den Kunden nicht als König betrachten. Ja? Viertens, Stundenpreise anbieten. Wir wollen Pakete anbieten statt Stundenpreise. Man bietet einen zu geringen Preis an und man hat die falsche Zielgruppengröße oder falsche Zielgruppe und die falsche Positionierung. Okay. Dann habt ihr jetzt schon mal hier in diesem Vortrag einige Dinge kennengelernt. Ja, es sind schon mal sechs Sachen, die euch vielleicht abbringen von diesem Weg. Ne? Und wenn ihr zum Beispiel, deswegen von das Beispiel, ja, wenn ihr einen falschen Preis habt, kann sein, dass ihr hier rausfliegt und jahrelang den falschen Preis habt und jahrelang rumstruggelt mit diesem Preis. Deswegen habt ihr schon mal jetzt Glück, dass ihr hier seid und das mitbekommen habt, dass ihr halt in dieser Linie hier bleibt. Ne? Und dass er halt diese Fehler schon mal nicht macht. Und das sind natürlich halt schon mal so die größten, die man so haben kann. Ja? Genau.